Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier in der Hohenreitendorfer Kirche. Heute ist der Sonntag Gaudete, was so viel heißt, die Freude. Es ist der dritte Advent. Ich grüße Sie alle, die Sie gekommen sind aus den verschiedensten Dörfern. Die Wiesenthalshofer, die waren schon als allererste hier und haben auch fast die besten Plätze. Ich grüße ganz herzlich den Chor aus Piraden unter der Leitung von Angelika Schirr-Lemke und den Flötenkreis St. Stephan unter der Leitung von Ostgarz und Umgebung, Leitung von Regionalkantor Daniel Debo, der auch heute die Orgel spielen wird. Ganz besonders begrüße ich, das ist schon eine Tradition, die sind immer hier. Robert kann das dann noch gelegentlich übersetzen. Unsere Partnergemeinde, unser Partnerdorf Klein-Meitendorf, Warschimitz, ganz herzlich willkommen hier in der Kirche. Ich möchte auch gleich die Dankesworte an den Anfang setzen für die zwei großen Weihnachtsbäume, die Frau Klinkbeil noch in ihrem Garten gefunden hat. Die werden jetzt, glaube ich, jedes Jahr etwas größer. Auch Dank an die, die sich damit gequält haben, Herrn Schmidt, Herrn Wegner und auch an meine Frau und mich. Ich klopfe mir dann nachher selber auf die Schulter. Wir haben gestern Abend noch lange in der kleinen Kirche, die euch gar nicht mehr so treibt ist, auf jeden Baum drei solche Anlagen gemacht. Es ist auch heute irgendwie ein besonderes Konzert. Der Piratener Chor ist scheinbar immer hier, wenn was Besonderes ist. Das war einmal, als unsere Kirche nach der Renovierung wieder eingeweiht wurde. Vor 20 Jahren wurde aber auch etwas anderes eingeweiht, nämlich unsere Orgel. Am 4. Dezember 1998, das sind trotzdem wir erst 17 haben, trotzdem 20. Mal. Damals noch mit unserer Mutter an der Orgel und mit Pastor Schirr im Gottesdienst und da war auch noch ein runder Geburtstag an dem Tag, seitdem vergesse ich den nicht mehr. Das war damals Superintendent Hertha, der damals 40 wurde an diesem Tag und wir haben ihm hier in der Kirche gratuliert und ich habe ihm dieses Jahr eine E-Mail zum Geburtstag geschickt. Manche ärgern sich ja, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen und da habe ich geschrieben, ich kann mich noch gut vor 20 Jahren an Ihren 40. Geburtstag erinnern. Also ich denke, das müsste dieses Jahr wieder ein Jubiläum sein. Ich lade Sie auch herzlich ein zur Christvesper mit Krippenspiel am Heiligabend mit den Kindern hier. 14.30 Uhr diesmal schon in der Kirche und um 17 Uhr da vorne die Andacht mit den Stühlen und die Weihnachtsbäume. 17 Uhr Silvester. Jetzt möchte ich weiter gar nichts sagen, jetzt hören wir einfach zu.